Das ORF-Zentrum soll eine Werkstatt des geistigen und musischen Österreichs sein. Es soll auch Ausdruck einer zeitgenössischen Baugesinnung werden. Wir verstehen das ORF-Zentrum daher auch als einen Beitrag zur Architektur. Gerd Bacher, 1972. Am Anfang stand die Vision des Generalintendanten Gerd Bacher, dem sogenannten Tiger, den von ihm geleiteten ORF, das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem europaweit beachteten Medienunternehmen zu machen. Die seit 1954 an verschiedenen Standorten provisorisch eingerichteten Produktionsstätten entsprachen weder logistisch noch technisch den Anforderungen der 1960er. Gerd Bacher wählte Roland Rainer als Architekten nicht nur aufgrund seiner Erfahrung mit Großbauten, sondern auch aufgrund Rainers Position als Wiener Stadtplaner und Juryvorsitzender bei ORF-Projekten aus. Am 30. April 1968 wurde Rainer mit Vertrag für die Planung verpflichtet. 1976 war die Anlage fertiggestellt. Auch während der Bauzeit standen bereits neue technologische Herausforderungen an, so die Umstellung auf Farbfernsehen, welche 1972 vollzogen wurde. 1984 und 2001 erfolgten weitere Zubauten. Solche Entwicklungen waren bereits in der ersten Planungsphase berücksichtigt worden, als Rainer eine hochflexible Struktur konzipiert hatte. Was auch schön ist, es ist eine sehr transparente Anlage, es ist offen, das ist auch ein Planungsgrundsatz bei uns. Das ORF-Zentrum Wien, das neben den TV-Produktionsstudios alle zentralen Bereiche von Programm, Technik und kaufmännischer Verwaltung vereinigt, wurde auf dem bei der Gloriette am Schönbrunner Schlosspark anschließenden Höhenrücken Künigelberg errichtet. Für die Wahl des Standorts sprachen ferner die in der Nachbarschaft bestehenden Fernseheinrichtungen sowie die gute Erreichbarkeit von den Autobahnen her. Die hervorragende landschaftliche Lage auf einem Ausläufer des westlichen Wienerwaldes mit weiter Fernsicht hat aber auch die Möglichkeit gegeben, technische Räume und Einrichtungen immer wieder mit den Außenräumen zu verbinden, Ausblicke in einen weiten Landschaftsraum einerseits und über die Stadt andererseits offen zu legen. Der Bau zeigt aber auch die gesuchte Konfrontation zwischen Technik und Landschaft. Ein Beispiel hierfür ist der Blick von der Eingangshalle einerseits über das Wasserbecken in die Weite der Umgebung, andererseits in den zentralen Gerätekomplex mit seinen eindrucksvollen maschinellen Einrichtungen. An der Nordseite des Fernsehtheaters schließt die große mit Schettdach versehene Montagehalle an. An diese Montagehalle grenzen ostseitig die beiden 400 Quadratmeter großen Studios als eigene Baukörper deutlich erkennbar. Im rechten Winkel dazu zwei zweistöckige Trakte zur Aufnahme der Filmentwicklung, der Messdienste, Labors, Sprecherstudios und so weiter. Südlich davon ist anstelle des ursprünglich geplanten Ballettstudios ein zweigeschossiger Trakt für Unterrichts- und Büroräume entstanden. Bisschen kompliziert, hätte schon her da. Naja. Das ist gescheitert, du weißt so viel wie möglich, weil es kann irgendwo hingehen. So, der Ochs ist eingekriegt. Auch bei der Trennung der Zufahrten für Betriebsfahrzeuge an der Nordseite einerseits, Personenwagen an der Südseite andererseits, hat die großartige Aussicht in das südliche Vorland Wiens eine Rolle gespielt, auf die sich der von den wichtigsten Gebäuden gebildete Vorplatz mit seinem großen Reflexionsbecken öffnet. Sie wollen eine Orientierung haben, deswegen fliegen Sie dreimal im Kreis und dann... Ein Almschwein, gegrillt! An der Nordseite des Haupttrakts ist das Archiv angeordnet und in nach Norden abgetreppten Trakten weitere Büros, Synchronstudios, Schneideräume, Vorführräume usw. einem dreistöckigen Baukörper parallel zum Haupttrakt zugeordnet. Die Großanlage auf dem Künigelberg versucht mit allen Mitteln den Eindruck einer ungegliederten Masse, einer unüberschaubaren Burg zu vermeiden. Ja! Die Qual der Wahl. Na, was kriegt sie nach der Hochzeitsnacht? Eine? Kreditkarte. Ein Volumen von rund 500.000 Kubikmetern umbauten Raumes bietet konsequenter Vorfabrikation echte Chancen. Am Beginn aller Konstruktionsgedanken ist daher die Entwicklung möglichst weniger in großer Zahl anwendbarer, für eine echte Serie geeigneter Elemente gestanden. Alles klar? Freitag ist so ein schöner Tag. Sie hat zu einem sehr einfachen System von 1,50 Meter hohen und folgerichtig 15 Meter langen Parapetträgern aus schalreinem Stahlbeton geführt. Müssen Sie sich noch nicht darum kümmern. Die Arbeitsräume sind durch bepflanzte, bewohnbare Höfe ergänzt. Außerdem konnten in diesem Abschnitt sämtliche Dächer begrünt werden. Dieser grüne Gedanke ist Ihnen sehr wichtig. Genau, das ist sehr wichtig. Und noch was haben wir gelernt? Sie sind in großen Flächen mit Lavendel, Thymian und Zwergmandeln. Sowie mit Einzelgruppen von Tamarisken, winterblühendem Jasmin, gelben Strauchrosen und Buddleia alternifolia bepflanzt, also mit einer Vegetation, die dem Klima auf den der Sonne und dem Wind ausgesetzten Dachflächen entspricht, das heißt verhältnismäßig trockenheitsresistent ist. Thomas Anton Turbo, Thomas Anton Turbo. Ja, ich schwanke mit meinem Urteil, mit meiner Meinung zwischen
Ja. Schauen wir es uns an. Reden wir nicht lange miteinander. Schon im ersten Jahr sind Dächer und Höfe von den leuchtenden Farben und dem weithin spürbaren Duft dieser pannonischen Pflanzen erfüllt gewesen. Also draußen möchte ich nicht spazieren, aber ich spaziere fröhlich. Obwohl Rainer fast verzweifelte Anstrengungen unternahm, seine Prinzipien von Überschaubarkeit, Umraum und Naturbezug durchzusetzen, ist doch der Künigelberg eine das städtische Umfeld dominierende Burg geworden, in der, trotz der ablesbaren funktionalen Gliederungen, sowohl die eher autofreundliche Erschließung als auch die Orientierung ein Problem geblieben sind. So, jetzt haben wir gleich fertig. Wiedersehen.